Guten Morgen. Morgen. Wir gehen jetzt. Abmarsch. Ich hab das mit ich dem anderen. So. Ja, lecker Abendbrot war gestern. Tommy. Schön. Hast du eigentlich noch was gegessen davon? Nö. Du Ratte. Du bist die Ratte. Du bist die Ratte, Ratte. Du bist die Ratte, 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 Ratte. Turboratte, Megaratte, Hyperratte. Ratte, Ratte. Ratte, 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 Ratte. Meine Rolle. Ein Mädel ist immer zu Hause, ne? Hält Wache. Das ist die Mizi. Die Mizi-Mädel. Also hat Mizi alle Tage frei. Mizi ist Katze. Mizi hat alle Tage frei. Aber ob das so schön ist, hier den ganzen Tag hier rumzusitzen, ne? Sie sagt ja. Ja, Mann. Jo, Mensch, guten Morgen, liebe Leute. Warum lädt er denn nicht? So, ist ja furchtbar. Also, auf den Morgen trinke ich einen Kaffee. Prost. Heute ist Donnerstag schon wieder, ne? Und heute ist auch wieder schönes Wetter. Das Auto ist gekauft. Das ist super. Das ist toll. Es geht voran. Das zeige ich euch dann am Wochenende. Auf alle Fälle. Am Sonntag hole ich ihn ab. Ich hole ihn ab, weil ich kann kein anderer fahren. Das muss ich machen. Jo, haben wir das denn? Ich würde dann damit weiterverfahren. Wir schauen mal. Einfach alles auf sich zukommen lassen. Ein bisschen flexibel sein. Das ist ja Grundbedingung bei mir. Wenn man sofort alle zumacht und nee, ach will ich nicht und kann ich nicht. Das ist scheiße. Ach Gott, ey, ich bin so ein bisschen müde und Arbeit bin ich ja immer. Ich bin jahresmüde, sagt man so schön. Ladenmüde. Zum Ende des Jahres werde ich ja immer ladenmüde. Das ist ja doch ganz schön viel manchmal. Sagen wir mal. Ich werde zum Winter hier immer in den Wald, ziehe mich zurück und lege mich schlafen. Ja, Bäume fällen ist ja richtig. Also da helfe ich dem Dennis mit. Da haben wir jetzt eine Firma aufgemacht, damit es mal vorangeht. Muss ja auch mal gemacht werden. Dennis will schon seit Ewigkeiten wieder seine Firma aufbauen oder sich was Eigenes aufbauen, im Grunde genommen. Und naja, es ist immer so, beim Durchdenken bleibt es, aber ich habe ja nicht so viel Zeit, also bei mir muss es relativ schnell gehen. Ich habe ja nicht immer so viel Zeit für sowas. Ich kann ja nicht so lange drüber nachdenken. Da muss man dann an einem Tag durchdenken und am nächsten Tag am besten anfangen umzusetzen. Dass es dann im Endeffekt lange dauert, bis sowas läuft, ist klar, aber muss funktionieren. So, das habe ich jetzt gemacht. Also mit Dennis zusammen und mit Dennis seinem Vater zusammen. Dann war das so ein bisschen anrollen lassen. Und am Sonntag zeige ich euch das Auto, der erste Firmenwagen, den wir gekauft haben, zusammen. Bin sehr gespannt. Ich habe mir ja noch nicht gesehen. Ich habe mir auch noch nicht gefahren. Schauen wir mal. Ein bisschen fegen. Heute wieder Jonas Alt vom Holzboden schon zerfressen. Moin. Ich dachte gerade, mich trifft der Schlag.
steht immer noch da. Eigentlich sollten Jörg und sein Kumpel die nach oben gebracht haben. Hoch und heilig versprochen. Ich suche mir jetzt jemand, der mir hilft. Also er schubst und... Okay. Sorry. Also Sakara hat auch keiner gebracht. Jörg ist der Freund von Niki oder Malfreund oder nicht. Ach so, okay. Doch wieder. Ja, ich suche jetzt mal der sich im Ball steht, Sakara. Ja, ja, okay, klar. Was ist los bei euch da oben, hä? Ich meine, ihr guckt das doch hoch, ey. Wenn ihr das sagst, schleppt die Waschmaschine, ich schlepp die Waschmaschine rum, dann macht das doch. Das kann doch nicht schlimm sein, ey. Ah, das ist ja so unzuverlässig. Das ist nicht gut. Unzuverlässig darf man nicht sein. Das ist nicht gut. Siehst du, wird da hängen gelassen jetzt? Der Nachbar, das ist doch ärgerlich. Da muss man klipp und klar sagen von Anfang an, nö, ich mach das nicht. So, jetzt habe ich es also doch gemacht. Zeig doch die Waschmaschine mit nach oben gebracht. Jetzt kommt das wird doch nicht sonst. Ein Rumjeier da. Und dann immer der böse Tommy. Der böse Tommy. Der böse Tommy. Ach, hör auf, ey. Ja, immerhin. Hühnchen muss ich eben. Ja, ja. Ich nehm zwar lieber frisches Hühnchen, aber ich wollte jetzt nicht nochmal los. Du bist der Tiefkühlhuhn. Oh, genau. Mama. Hat die Suppe eingekauft? Naja, Suppe nicht, aber Zutaten. Dann müssen wir noch kochen. Ich muss kochen, die Suppe. Willst du helfen? Nimmst du Toilettenpapier? Toilettenpapier. Das. Papier? Das. Ja, es ist schon 11 Uhr. Durch. Bis jetzt noch kein Kunde da. So. Ich warte weiter. Ich habe einen Außenauftrag wieder. Ein Lastenrad. Schon wieder. Kommt ihr mit? Lastenrad, Hinterrad wechseln, das will immer keiner machen. Hm? Das ist jetzt auch noch ein E-Lastenrad, ein E-Bike. Ich mach das Mist, scheiße, ja. Machen. Das ist kein Thema. Mika. Hi, ich hab mir heute frei genommen. Hast du dir frei genommen für was? Ja, ja. Der Mika, der Mika. E-Bike, Hinterradausbau. Fertig. Ah, fertig.
Hallo. Tag. Gut schaffen. Ja. Bis gleich. Jo. Ich schaue mir diese Feder an. Ja, die sitzt so da drauf. Aber wahrscheinlich Punkt nach oben wieder. Punkt nach oben, ne? Okay. Oh, richtig fest. Unmöglich. Ja, wird geschmiert. Dauerschmierung. Mika fummelt wieder Uhrenteile. Ja. Mechaniker. Jäger le Coutre. Jäger le Coutre. Memo-Box. Soll ich da ein bisschen Waschbenzin nehmen? Was meinst du, ja? Ja, Teil 2 aufräumen von meinem Keller. Ich habe alles ausgeräumt, was da oben drauf ist. Auf dem Dachboden sozusagen vom Keller. Haufen Koffer, die werde ich jetzt alle veräußern draußen. Und ein bisschen was für die Garage. Was das denn? Bleibt. Ja, ich bin nicht so mit Ausmisten so gut. So, das landet dann hier in der Kiste statt in der Kiste und dann kommt die andere Kiste. Naja, irgendwie auszumisten ist es auch schon recht. Man findet dann zwei, drei Sachen wieder. Aber der ordnet. So, sag was. Ach so, jetzt sind sie wieder weg. Naja, also wir sind ja in Neukölln, ne? Ja, so schlimm ist es wohl nicht. Kommt der vorbei, der will sich damit anzufangen. Was willst du haben dafür? Was willst du haben dafür? Was gibst du mir mal? Keine Ahnung, sag, was du willst. Halt nicht. Sag was. Ich würde dir 20 Euro geben. Ja. 20 Euro, das ist ein fairer Preis. Ja. Moin. Dann habe ich wieder was für die Silberbox. Willst du den Anfang nicht mehr? Ja. So, wenn wir den Anfang nehmen. Gut.
Jo, gibt dir noch zu tun oben jetzt, und ich meine, ich warte jetzt hier echt seit Ewigkeiten. Seit 8 Stunden sitze ich hier und warte darauf, dass Leute kommen, und kommt keiner. Also mache ich es jetzt wie folgt, so wie ich es letztes Jahr auch gemacht habe zum Ende hin, weil es ist einfach so, es ist zu wenig los. Ich mache mit Klingeln. Also wer was will, einfach klingeln. Ganz einfach. In der Zeit kann ich oben was tun, kann aufräumen, kann was einstellen. Wisst ihr, das ist mir sonst, das ist doch nichts, das ist doch Quatsch sonst noch. Verschenkte Zeit. Mein Sohn sitzt da auch schon ganz gemütlich oben. Lässt sich gut gehen die ganze Zeit, statt mal runterzukommen und mal zu quatschen mit mir oder so. Sitzt oben und quatscht stundenlang mit Marlies. Ey, ist ja auch gut, ist auch in Ordnung. Aber mit mir redet der nicht so viel. Da habe ich wohl was falsch gemacht als Vater. Oder alles richtig, je nachdem. Zack. Gut. Das gibt sich auch wieder. Irgendwann kommt er auch wieder zu mir zum Quatschen. Also bis gleich. Juhu, Auftrag ist da. Also ich habe schon angefangen damit jetzt. Aber jetzt ist 20 Uhr gleich. Und der erste Auftrag für heute ist da. Und hier sieht es aus wie in Willis Schwabes Rumpelkammer. Das ist alles hier vom Boden. Jetzt habe ich einen Auftrag. Jetzt muss ich arbeiten. Jetzt habe ich nochmal die Sache mit dem Firmenlogo durchgesprochen mit Marlies. Die ist dabei. Die Tochter ruft mich jetzt schon. Hier sind einfach 2 neue Bremsbeläge zu machen. Einfach. Meine Tochter ruft mich. Die schreit aus dem Fenster raus, ist der Wahnsinn. Was man hier alles machen muss, ey. Bremse. Ich schwöre dir, die spannt überhaupt nicht, die Feder. Wenn ich die Schraube hier runter hier, dann rutscht die knallhart dran vorbei. Ja. Das ist das Problem. Das ist nämlich das Problem an der Geschichte. Wie können wir dem entgegenwirken? Na komm, schnell. Längere Schraube? Hä? Was längere Schraube? Ich verstehe nicht, ich sehe ja nicht, was du meinst. Das ist doch eine Spannschraube hier, ne? Ja. Das war das für ein Stück Feder, wo die gegenspannen soll. Und wenn du die reinschraubst, rutscht die an der Feder vorbei und spannt die Feder nicht, drückt die Feder nicht rum. Wie lösen wir das Problem? Fettere Schrauben? Das bringt mich halt nicht weiter. Dann sag du es. Ich weiß es nicht, weil ich kenne mich mit der Fahrradfisse nicht aus. Ja, ja, ja. Und das ist jetzt verbessert, oder? Nee. Garantiert nicht. Schlechter bin ich ja normal. Geht ja gar nicht um besser und schlechter eigentlich. Darum, dass man trotzdem eine Lösung findet für alle Probleme auf der Welt. Keine Ahnung. Bei so einem Plastik mit Metall, keine Ahnung. Also im Grunde genommen, was Motorräder heutzutage sind. Oh. Das ist alles der gleiche Scheiß. Die bauen auch überall Murks ein. Das bei Fahrrädern ist es Riesenmurks. Und das wissen wir alle. Nein, nach Qualität, ne? Also bei No-Name, genauso wie bei den Motorrädern, bei den Plastikrollern, das ist ja im Grunde genommen No-Name alles, ist im Grunde genommen das hier. Alurex. Alu-Dreck. Baumarktkraft. So, hier. Wie lösen wir das Problem? Gib mal die Kamera rüber. Ist ja furchtbar. Kannst du dann irgendwann noch als Lehrvideo angucken.
Genau, hier, so, Spannschraube, das ist die Spannschraube. Die Spannschraube soll eigentlich da drin gegendrücken gegen diese Feder und das spannen. Macht sie aber nicht, sie rutscht gnadenlos dran vorbei und spannt nicht die Feder, sondern rutscht einfach an der Feder, an dem Federstahl vorbei und das war's. Das Problem können wir lösen, indem wir fuschen. Wie immer, so wie die auch gemacht haben, bloß die machen es professionell und kriegen Geld dafür. Ich mache halt improvisiert fuschen. Ich nehme einfach ein Stück Plastik hier und schiebt das hier dazwischen. Im Grunde genommen kann jetzt diese Feder da drin nirgendwo anders mehr hin. Da, siehst du, Leon? Die kann jetzt nirgendwo anders mehr hin, als sich von dieser Schraube wegdrücken lassen. Und hoffen wir, dass das jetzt funktioniert. Dass der Tommy jetzt schlau war und das funktioniert. Gucken wir mal. Jetzt wird das Ganze angebaut. In Position 2 bitte. Ja. Drin. Eingeschraubt. Und das alles für Bremsbelag wechseln. Im Grunde genommen, das ist ja, ist bei mir dann auch alle drin, war mit, wie gesagt, ein bisschen die Räder nachzentriert. Und deswegen kostet das halt ein bisschen mehr. Deswegen kostet ein Bremsbelag pro Laufrad wechseln 10 Euro. Nicht, weil ich den Bremsbelag einfach festschraube, sondern weil ich eben noch das Laufrad gleich mit nachzentriere, so ein bisschen, also so ein bisschen nur, aber nicht richtig. Mhm. Die Bremse gucke natürlich, dass die Spannung funktioniert, wenn nicht die Bremse wird zerlegt, ey, das ist doch normalerweise, nimmt man nur ein Heiden Geld dafür. Achtung, ich spanne. Da passiert doch was. Passiert was, wa? Na. Oh ja. Oh. Oh, knackig, nussig, nicht zu süß. Wunderbar, so muss es sein. Funktioniert und wir haben wieder mit minimalsten Mitteln eine Bremse. Ja, das kann man ja noch einstellen. Bitte, bitte. Sehr gut. Gut. Los. Feierabend. Oder? 20:36. 20:36, Feierabend. Macht's gut, bis morgen. Ciao. Weiß ich gar nicht, wo es gespeichert ist. Lumi, was machst du da? Räumst du auf? Wo hast denn du das gespeichert? Du? Oh, du musst ja einnehmen unter was. Wo denn? Na, dann bei Paint vielleicht drin. Weiß ich meine? Also das geht hier durch dieses Ding? Wie geht die Linie? Die mittlere bleibt ja so. Die mittlere bleibt so. Dann geht das so. Ja. Und dann wird es diese Zacke, die hier reingeht. Ja. In die Mitte. Dahinter geht. Hier reingeht. Ja. Und dann hier nochmal sich einhakt in diese Runden. Und dann zur Zacke. Ah, okay, klar. So habe ich den gedacht. Ja, hier habe ich schon ein bisschen ausgebessert. Ich angefangen, dann wollte ich es mal speichern, weil das wirklich viel Arbeit ist und man verliert auch schnell den Überblick über den ganzen Linien. Und dass du hier unten nochmal noch weiter rausgehst. Was meinst du, diese Spitze hier? Oder welche meinst du? Dass es da fülliger wird im Wurzelbereich. Jetzt, dass die obere Wurzel die untere Wurzel ist. Meinst du, ich soll nochmal einen Ableger machen, der hier so mit reingeht? Ja. Hier so? Ja. Ja. Ich guck mal, wie es zum Schluss erstmal aussieht, wenn ich das jetzt fertig habe mit den Ausbessern. Mama. Und den hier einhaken. Das heißt, das hier wird ja auch dicker werden. Mama, kannst du mal kurz kommen? Ich komme gleich. Und dann, ja, schön. Sehr gut. Haben wir.